Oh, das, auch das Problem wieder. Ach so, aufs Trampolin, auf den Würfel dann. Oder gehen wir hier rechts auf das Trampolin? Achso, ne, das geht ja gar nicht. Warte. Ah, ich werfe dir den mal hoch. Und ich tausche auch dein Gewicht. Du musst nur greifen, okay? 3, 2, 1, go. Ja, gut. Das tat ein bisschen weh. Okay, 3, 2, 1, go. Nein! Fast, fast. Aber warum? Warum nach rechts? Aber das ist doch eh viel zu kompliziert gedacht, oder nicht? Ich habe Nee. keine Ahnung. Das ist so weird. Ich verstehe nicht, warum das so kompliziert ist. Wir haben das doch so gut hinbekommen hier mit dem Springen letztes Mal. Also ich fühle mich einfach dumm, wenn ich das schwinge. Es ist, weißt du, was mich so hart triggert? Wenn das so asynchron ist und man nicht vorankommt, das triggert mich innerlich so hart. Ich komme nicht Ja, ich darauf weiß, was klar. du meinst. Dann verstehe ich einfach nicht, was ich machen soll. Das ist einfach so out of sync und ich so, ah! So, vielleicht muss einer den Würfel auf der rechten Seite haben und der kleine sein. Und dann springen beide abwechselnd. Lass doch erstmal versuchen, Okay. das Schwung zu bekommen. Ding da links zu bekommen. Achso, okay, das können wir machen. Das hatten wir doch eben fast. Wie hatten wir Aber, das? naja, also, genau, der Kleine kann ja relativ schnell hoch. Aber der Kleine ist ja nicht groß genug. Das heißt, Nee. wir müssten den Würfel vielleicht noch links mit hochholen, dass der Also ich glaube, Kleine wir sich da sind verstanden. draufstellen kann und dann geht das. Aber wir brauchen den Würfel ja auch oben. Guck mal hier über mir. Da ist doch oben so ein blauer Sockel. Und da muss, glaube ich, der Würfel Ja, da dann muss halt er am Ende drauf, hin. ne? Genau, weil ich glaube, dann wird das hier freigeschaltet, wenn der Würfel da ist. Und dann kann nämlich. Weil einer kann nur hoch durch den Schwung. Und dann Ja, kann und der der andere kommt dann zweite. dadurch. Genau. Also in der Theorie ist es ja ganz einfach, ne? Meine schon, ja. Okay, aber. Wie kriegen wir halt Würfel und die Person hoch? Weil ich hatte dich ja gerade auf dem Würfel und hab dich so halt hochgeworfen. Okay, es geht aber auch so. Ach so! Ach, WTF, wirf mir einfach den Würfel. Ach so, das wollten wir gerade auch machen. Ja, genau. Ja, okay, easy. Erzähl. Danke, ich habe mich schon sterben sehen. Ja, true. Oh, okay. Ach ja, klar. So. Oh! Ach so! Oh, das ist dieses Checkpoint-Ding. Du musst da reinlaufen. Wir haben ja Ja, so. aber kann es sein, dass es reicht, wenn du dann hier Mein drauf Gott. springst? Von oben, ne? Ja. Ja, das kann gut sein. Aber wie wollen wir das erreichen? Weil ich kann ja Naja, nur also. auf das erste springen. Genau, also du nimmst ja dann gleich das Ding da erstmal. Jo. Dann muss ich ja hier einmal das nehmen. Ja. Und dann müsstest du. Weil ich. Ich weiß, ja, ich müsste eigentlich hier so springen, dass du hochfliegst, oder nicht, Ja, ne? ich überlege gerade, also ich nehme da. Guck mal, ich. Wenn ich das nehme, dann kommt es ja dahin, wo du stehst. Dann muss ich direkt, glaube ich, runterspringen. Dann wirst du hochgeschleudert. Dann tauschst du. Dann bin ich ja hier auf dem linken Trampolin. Und kriege Stimmt, und dann ich durch komme dann als dich. Vetter wieder runter. Genau, und dann kriege ich den ganzen Schwung. Die Frage ist nur, ob dann Okay. halt noch ein Checkpoint ist. Oder ob ich. Ich gehe dann auf jeden Fall gleich links rüber, würde ich sagen. Dann bin ich oben und dann muss ich vielleicht nochmal runter als Dicker wahrscheinlich und dann nochmal Schwung geben für dich. Kann ich mir vorstellen. Aber lass uns erstmal das ausprobieren. Ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir jetzt wieder schnell hin, dass wir hier Ja. sind. Okay, also ich sammle das ein. Du stehst dann da gleich, sammelst das ein. Und ich spring dann runter und dann kriegen wir halt Schwung. Und müssen. Sobald du unten war bist, oder nee, wann muss ich mich fett machen?
wenn du wieder runterkommst. Du kriegst da dann gleich Schwung, wirst nach oben katapultiert. Genau, du musst das gar nicht einsammeln, weil das kommt automatisch. Weil du ja hochgeschleudert wirst. Das heißt, du musst eigentlich echt nur da stehen. Und wenn du dann aber runterfällst... In der Luft muss ich mich dann fett machen, ne? Genau. Was ich tatsächlich okay. nicht weiß, ob das Gewicht... Also ob die Schwungerzeugung abhängig von dem Gewicht ist. Weißt du, ob du am höchsten Punkt am meisten Masse, dass das dann mit der ja. Schwerkraft multipliziert wird? Aber ich glaube nicht. Aber, I don't know. Ich versuch's einfach oben zu machen. Sehr gut. Machen wir so. Okay, let's go. Oh. Ja, okay. Hä, und da... Oh. Oh, schnell hier nochmal reinspringen als Dicker. Nein. Okay, das hätte aber auch nicht gereicht. Tut mir leid. Hab ich nicht nein. Gar kein Problem. Wir kannten das ja noch nicht. Und hast du gesehen, wie easy wir dann auch rechts rüberkommen? Nee, nicht wirklich. Ich war doch richtig hoch, also... Okay, na gut. Aber das können wir danach machen. Genau, eins nach dem anderen, genau. Klatsch! Klatsch! Hui! Ich bin so schlecht im Werfen. Oh ne, warte schon. Nee, was machst du? Nee, ich will den eigentlich nur zur Seite legen. Achso, ich brauch den ja gar nicht. Oh, okay, stimmt. Okay, das hatte ich gerade falsch. Ich dachte halt, ich bräuchte den Würfel, deswegen war ich so verwirrt. Warum mag ich den Würfel? Okay, genau, ich sammle ein, spring wieder runter. Oh, nein! Ja gut. Aber reicht das? Du musst dich dann halt nochmal fett machen. Ja, aber reicht das? Also, wir haben doch dann kaum noch Schwung. Auf jeden Fall. Doch, das reicht. Oder muss vielleicht der Würfel die ganze Zeit mitfliegen, mitspringen? Eine. Okay, ich bin gespannt. Na gut. Ich wollte mal hinter dich rennen, so. Frag mich doch. Achso, ja, ich war schon wieder falsch. Okay. Okay. Nein! Ach, nee, ja, sorry, ich war verwirrt, dass ich selber hochgesprungen bin. Alles gut, ja. Boah! Fast. Fast hat er mich wieder umgebracht hier. Oh. Ja. Oh, shit. My bad. Das geht auf meine Kappe. Genau, das meine ich ja. Das ist so hoch. Ich bin diesmal mit zu wenig Schwung gekommen. Ich weiß nicht warum, aber. Kannst du? Ja, ich bin. Oder machen wir es so, dass wir den Würfel. Hä, ich kann das nicht nehmen. Dass wir den Würfel vielleicht hier so hinstellen. Dass du dann da drauf springen und nochmal ein bisschen mehr Schwung holen kannst. Nee, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ich bin eben einfach irgendwie nur zu hastig rüber und dann. Ich glaube, ich war auch. Ganz kurz vorher bin ich erst fett geworden. Kannst du dich mal bitte aufs linke Trampolin stellen? Weil ich würde mal gerne, genau, ausprobieren, wenn ich hier so. Okay, das ist schon ordentlich Schwung, ne? Ja, guck mal, da müssen wir auch gar nicht werfen. Aber ich meine. Ist jetzt egal, aber guck mal, so kommen wir doch drauf. Aber lass uns das nicht tauschen jetzt, oder? Oh. Nee. Oh. Aber genau, du kannst es ja machen. Du kannst dann rechts da kurz einfach hin. Ah ne, so rum wird das nicht. Das widerspricht der Physik. Achso, oh mein Gott, sorry. Ich war an meiner alten Stelle und hab wieder hingeschickt. Mein Gehirn hat das gerade gar nicht gecheckt. Ich sag, hä, warum fliegt der nicht? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich war auch voll bereit. Ich so, Oh Mann. Oh Mann. Ja, das ist halt das Ding, ist vielleicht nicht so easy da hinten. Nice, okay, easy. Okay, let's go. Da ist jemand aber übermotiviert. Egal, nochmal. Okay, so. Okay, also ich spring rein, du bleibst stehen und ich spring runter. Und dann tauschen wir Gewicht.
Nein! Hat nicht gereicht. Vielleicht doch auf den Würfel? Aber beim ersten Mal hat das auch funktioniert. Boah, schade. Was? Hä? Wie bist du gestorben? What? Ich hab das gar nicht gesehen. Woran? Ich bin irgendwie in die Lücke zwischen dem Trampolin und so gekommen. Ich weiß auch nicht. Weht der auf einmal? Macht das nur so. Platsch. Du bist einfach weg. Crazy stuff. Oh, vielleicht, guck mal, vielleicht, gleich mal kurz. Vielleicht kann man das jetzt das auch. Ding ist, weißt du, wenn das hier so steht. Der ist auch ein bisschen im Weg, finde ich jetzt eigentlich an der Stelle. Ach so. Und da? Da glaube ich nicht. Also ist ja auch nur eine billige Ausrede vielleicht, aber. Naja, wir können das ja auch wegschieben. Ach, guck mal, der Kleine kann den sogar schieben. Nee. Aber das Ding ist, wir müssen den Würfel am Ende ja auch irgendwie hochbekommen. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Okay. Wo soll ich denn hinstellen? Erstmal ganz weg, oder? Ja, irgendwo, wo man keinen von uns steuern kann. Okay, let's go. So, ich springe. Schnell rechts rüber. Da komme ich halt nicht hin. Ich komme mit zu wenig Schwung aus der Ecke, ne? Also genau, also ich glaube, du musst vielleicht da das gleiche machen, wie wenn du mich jetzt hier hochschleudern willst. Weißt du, einfach von rechts, dann halt von dem Trampolin rechts, einfach da halt oben gegen die Felswand. Also einfach, ne? In Anführungszeichen, ist halt nicht so einfach, aber wenn du einfach das gleiche machst. Ich müsste ausreichend Zeit haben, dass ich einmal das Ding hier hole, so wie jetzt quasi hier oben. Genau. Und dann nochmal springe und dann rüber, ne? Genau. Und das Ding ist, wenn du, wenn ich hier, ich glaube, die dritte Phase quasi von diesem einsammelbaren Ding da links halt habe, dann muss ich ja hier so ganz hoch springen. Und dann musst du halt schon mal dich rechts auf den Weg machen und springen, weißt du? Weil gerade hast du ja quasi erst dann danach. Aber wir müssen das schon mal so ein bisschen vorplanen. Ja, da bin ich immer spät dran, ja. Genau, nee, aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Okay, dann lass das jetzt nochmal versuchen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen tricky da hinten in der Ecke. Okay, also. Ich springe gleich. Du bleibst einfach stehen. Ich springe runter. Warte einfach. Ja, genau. Du fliegst und in die Luft. Dann aber direkt rüber aus der Luft. Nee, erstmal musst du mich ja hochschleudern noch. Stimmt. Aber wenn du dann unten bist und ich quasi katapultiert wäre, dann kannst du schon mal nach rechts rüber, genau. Ja. Und dann musst du auch schon mal der Dicke sein, damit du dann quasi, weil ich stelle mich dann wieder links aufs Trampolin und aber dann bin ich doch die ganze Zeit der Dicke, ne? Ich wechsle doch jetzt gleich, wenn ich in der Luft bin und dann bleibe ich der Dicke. Stimmt. Ja, stimmt. Okay, perfekt. Genau, dann ist es ja gar nicht so schwer. Okay, let's go. Ich springe. Genau, sehr schön. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich genug Schwung dann habe, aber. Wir müssen da dann wechseln. Wenn du oben bist, musst du wechseln, dass du fett wirst. Genau, genau. Und du darfst nicht springen. Beziehungsweise, wenn du. Ich stell mich einfach. Wenn du Momentum hast, ich weiß nicht, bist du gerade gesprungen oder hattest du einfach noch Momentum? Weil du warst auf jeden Fall. Ich bin schon gesprungen, glaube ich. Aber ich stelle mich einfach da drauf und warte. Genau, genau, weil dann kann ich dich ja auch hochschleudern. Okay, auf ein neues. Let's go. Gleich haben wir's, hoffentlich. Krass, ey. Also, das ist ja das Ding, ne? Wir brechen uns hier immer einen ab mit diesen Lösungen. Mich würde so interessieren, ob das halt der normale Weg ist oder ob die anderen halt so easy peasy das machen oder verzweifeln. Keine Ahnung. Absolut insane. Verdammt. Oh, das war so close. Das war so close. Ja, aber ich hab's selbst verkackt. Nee, alles gut. Aber warte mal. Aber guck mal, du bist gerade ja aus dem normalen Sprung. Dann machen wir das doch vielleicht mit dem blauen Würfel, oder nicht? Weil dann musst du das nicht unbedingt machen. Dann kannst du quasi von hier dann einfach gemütlich hier so drauf springen. Und dann machst du halt so.
Also wirklich, das reicht. Aber das Problem ist, dass der Würfel dann trotzdem in der Hektik dann so ein kleines Hindernis ist. Ich verstehe das. Aber ich hoffe, dass das halt... Du schaffst das. Ich glaub an dich. Meinst du, das ist wirklich schon hoch genug? Ja, ich gucke mal. Also guck mal, wir... siehst du da hinten im Hintergrund diese... Ja. Diese also Bäume. Diese rautenförmige... Nee, da drüber, diese Wüste. Dieses helle Stück. Da landest du ja, wenn ich so mache. Da landest du mit deinen Haaren. Und wenn ich jetzt quasi normal springe... Ja, viel niedriger. Guck mal. Da landest du gerade mal... Und das hat ja gerade fast auch schon gereicht. Das heißt, okay, also kann ich es versuchen, direkt zu springen oder sonst als Backup halt vom Würfel einfach, ne? Ja, würde ich sagen, genau. Das soll doch easy reichen. Okay, dann ist das auch nicht so schwer. Okay, bist du bereit? 3, 2, 1, go! Einfach nicht getroffen. Okay, sehr schön. Sehr schön, ich wechsle. Bam, tschum. Und da haben wir's. Nice. Aber jetzt ist die Frage. Okay. Warte. Nein. Genau, also wir sind ja oben. Das Ding ist, wir müssen jetzt. Nee. Nee, stimmt nicht. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt stehe? Ja. Mit dem Würfel? Ja. Du springst von der linken Plattform hier drauf. Also auf dein Trampolin. Ja, das habe ich auch gedacht, genau. Nur ich muss erstmal links dann halt drauf. Muss ich wechseln, damit ich den Würfel überhaupt greifen kann und mit dem dann rüberspringen kann, ne? Kann ich mit dem springen? Naja, aber das ist egal erstmal. Du kannst, glaube ich, ihn einfach in der Luft greifen und werfen dann. Und dann... Es reicht ja, wenn du ihn rüber beförderst, weil dann können wir das ja nochmal wiederholen. Also ich würde sagen, vielleicht kannst du das so machen, dass du halt so bist. Dann sind beide, sag ich mal, in der Luft. Dann machst du halt hier Gewichtswechsel XX. Und dann ist er vielleicht da oben irgendwo in Sicherheit. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Andere Idee wäre, ob, wenn ich schon oben warte, ob ich den dann einfach fange. Aber egal, ist ja. Nee, stell den mal zu mir. Ups, sorry. Und ich schau einfach mal, wie hoch wir beide hier kommen. Wie komme ich hier links hoch? Also, ja, ich spring nicht erstmal hoch. Aber warte. Achso, doch, den. Okay, ja, alles klar. Den Würfel kannst du ja noch neu positionieren. Okay, nice. So, jetzt einfach drauf springen, ne? Ja. Oh ja. Okay, jetzt das. Jetzt mach doch mal. Okay. Du kommst nicht hoch. Okay, dann muss ich den doch fangen. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich das tun? Aber vielleicht geht das noch irgendwie anders. Ich glaube, es geht noch irgendwie anders. Es wird vielleicht funktionieren, wenn du nach deinem Sprung wieder links landest. Ja, aber warte mal, nach meinem Sprung? Nee. Ach nee, du landest ja einfach unten, ne? Ja, genau. Ich habe ja kein Gegengewicht. Egal, try das mal. Aber willst du es dir nicht... Mach mal lieber den Würfel rechts von dir, sonst musst du dich noch umdrehen und so. Das, genau, okay. So fliegt er doch gegen die Dingens. Ja, einfach irgendwie so, genau, so sieht doch gut aus. Okay, bist du bereit? Ich kann ihn ja eigentlich auch schon festhalten, ne? Oh, ja, lass das mal ausprobieren, das weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn du den festhältst und dann wechselst. Ob du den dann immer noch halt hast. Aber müssen wir ausprobieren, I don't know. Wechselst du oder soll ich wechseln? Wie du magst. Muss ich überhaupt wechseln? Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Weil du kannst den ja nur schieben als Kleiner. Dann wechsel du aber, weil du siehst, wenn du unten ankommst. Okay, aber soll ich dich dann relativ spät erst umtauschen? Nee, mach sobald du durch bist. Wie durch bist? Also, sobald du unten bist. Okay, alles klar. Okay, drei. Bereit?
Ja, ich sehe ja, wenn du springst. Okay, ja, wir versuchen es einfach mal. 3, 2, 1, go. Ja, easy. Okay, du kannst den einfach rüberschieben sogar. Oder ja. War der nicht mehr fest gerade, oder? Ja, ich glaube, das Wechseln war das Problem. Ach, meinst du, ohne hätte ohne Wechseln? Okay, okay. Alles klar. Versuchen wir mal. Ah, sind so close. Okay, ich spring einfach. Ja. WTF, okay. Das ist ja crazy. Hehe. Lol. Boink. Ach, ich dachte. Oh, du willst. Müssen wir da oben hin zu dem Vogel vielleicht? Nee, aber da kommen wir gar nicht hin, ne? Weiß ich nicht. Kann auch sein. Hier müssen wir hin. Oh. Ja, das sieht gut aus. Wirf mich mal. Und tot. Einfach ins Wasser geschwungen. Oh. Ja, was passiert da? Nein! Ich wollte mich noch retten, aber. Da gab es nicht mehr viel zu retten. Nö. Nein, das geht gar nicht. Hä? Ja, nein, ich bin nicht gesprungen. Ah, okay, okay. Ja, greif mich lieber mal von links. Von rechts wird ein bisschen schwer. Ah, Ja, nice. Sehr gut gesehen. Ich hab das. Heute habe ich überhaupt keinen Blick dafür. Heute bist du der Schatzmeister. Der Sound, wenn man da stirbt, klingt schon sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich muss auch wieder nach links, ne? Oh shit. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich bin noch ein Lame. Oh Mann. Hey, warum wirft er dich direkt? Ich will dich noch gar nicht werfen. Da. Aber sag was. Damit ich mich umtauschen kann. Bist du nicht sehr zufrieden mit dir, wenn sich umtauschen? Ja, ja, ich. Wäre lieber schön. Schön rund. Long. Oh, was ist das denn da, der Würfel? Müssen wir denn hin mit dem? Da? Ah, da unten. Und das sind auch locker die letzten Punkte, die wir brauchen. Danach ist, glaube ich. Ja, wir haben ja schon 69, sind noch 6, genau, ja. Ach so, WTF. Okay, du kannst addieren, WTF. Ich dachte gerade so, holy shit, was ist denn die 69? Aber ja. I see what you did there. Gar nicht gecheckt. Oh, hier Kopf einziehen. Na, kitzelt's? Hm? Oh shit, okay. Okay, was mache ich? Soll ich dich einfach mal. Einfach vor allem, das ist glaube ich ganz schön schwer hier. Wow. Oh, was ist das? Ja, dachte ich auch gerade. Das ist aber ja sehr ungewohnt. Aber, oh nein! Oh. Muss ich jetzt hier von da alleine rüber? Bitte weit. Komm du auch mal rüber, ich fang dich. Oh, danke schön. Da kam. Oh! Sorry, ich hab den Kaktus gar nicht gesehen. Aber wie sonst? Achso, einfach hoch und du links rüber, ne? Oh mein Gott, nicht sterben, nicht sterben, nicht. Nein, bleib da drauf. Okay, das ist schon ganz schön risky. Ne, warte. Insane. What? Richtig guter Wurf. Okay, pass auf. Also das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir uns beide auf die beiden Trampoline stellen können, weil dann wäre es ja eigentlich auch in der Mitte, weil wir können nicht beide in der Mitte, also wir können, diese beiden Plattformen, die sinken ja ein. Und als Kleiner bin ich halt gerade da gestorben. Aber es